Hi ihr Lieben, wenn es mittwochs ein Video von mir gibt, heißt das, ich habe das Mittwochs-Spezial von Kreativdepot für euch mitgebracht, das um 19 Uhr mittwochs immer in den Shop wandert und jeden Mittwoch halt ein cooles Angebot enthält mit unterschiedlichen Varianten. Diesmal befindet sich in dieser Tüte ein Stanzenset von Studio Light und zwar heißt das Stencil SL371 und ihr seht schon, was es enthält, und zwar richtig coole Tags und Banner, alles was man so für Planner Tabs, so nennen sie das hier glaube ich, Planner Tabs, genau so heißt wahrscheinlich dieses Stanzenset jetzt wirklich, was man so für Planner braucht, aber vor allen Dingen ich mit meinen Fotoalben auch total gerne verwende. So sehen die Stanzen dann nun mal richtig aus. Das heißt, ihr habt nicht nur die Tabs, sondern ihr habt auch noch so eine Aufleger für die Tabs, was mich total gereizt hat. Also das kann man jetzt auch zweifarbig diese Tabs gestalten und hier noch was reinstempeln. Finde ich richtig cool und habe ich jetzt mal mitgenommen für euch und möchte das ausprobieren. Und außerdem gibt es zu den beiden Stanzen noch zwei Papiere. Und zwar einmal dieses, ja, wie nennt man das, mit Patina versehene Papier. Sieht aus, als wenn es so altes Kupfer ist oder Eisen, verrostet und hier schon dicke Patina drauf. Ne? Und ein hauseigenes weißes Cardstock-Papier. Beides in 30,5 x 30,5 bzw. 12 x 12 Zoll Papiere. Hier drunter habe ich jetzt nur was drunter gepackt, weil mich das manchmal stört, dass das Ringlicht von oben sich so spiegelt. Und das ist jetzt ja immer nur so ein Papier, auf dem ich rumsauen kann, ohne dass es dann von oben spiegelt. Mal gucken, ob ich das zum Basteln gleich auch weiter nutze, aber ich habe gedacht, zum Vorstellen ist das ganz nett, wenn das nicht so reflektiert. Genau. Und wie ich schon gesagt habe, mache ich jetzt keinen Planner, sondern ich bastel mal wieder ein kleines Album. Und dann legen wir gleich mal los. Ich habe jetzt hier zwei Stück Graupappe in der Stärke 2 mm. Und die sind so schon fertig aus dem Shop von Kreativdepot zugeschnitten. Das heißt, die kommen in den Maßen 21 x 21,5 cm. Und ich kürze mir die jetzt auf 15 cm. Denn ich habe mir jetzt hier mal so einen kleinen Platzhalter gemacht für ein Foto von 10 x 15 cm. Und das kann ungefähr hier so drauf. Auf beiden Seiten habe ich jetzt hier 3 cm Abstand. Ich möchte das Ganze später mit der Cinch nochmal binden. Das geht am schnellsten. Das heißt, oben 3 cm, unten 2 cm. Dann habe ich das hier von den Maßen sehr schön. So, Sekunde, das Kind brüllt. Auf 15 cm Höhe kürzen und bei 21 cm bleibt das Ding hier so. Genau. Davon brauche ich eine Vorderseite, eine Rückseite und dann brauche ich hier nochmal einen Buchrücken. Den habe ich jetzt auf 3 cm zugesäbelt und das Teil werden wir auch weiter verwenden. Und dann seht ihr gleich, wie ich mir das so vorstelle. So, erstmal zuschneiden. Für den Zuschnitt nehme ich mir immer mein Metalllineal und das Cuttermesser, wenn ich es finde. Vielleicht habe ich es auch weggeschmissen, nachdem ich mir damit so in den Finger gesäbelt habe. Da. Nein, da ist es noch. Es hat überlebt. Und dann ritze ich mir hier die obersten Lagen schon mal mit dem Cuttermesser einmal zurecht. Damit ich jetzt hier nicht so viel Druck ausüben muss mit der Hand, sobald ich die ersten beiden Lagen durchgeritzt habe, führe ich das Cuttermesser einfach so. Das ist für mich entspannter, als wenn ich die ganze Zeit das Lineal halten muss. Und dann gehe ich so lange da durch, bis wir durch sind, ne? Immer wieder. Ganz entspannt. Deswegen auch diese olle Schneidematte aus dem Action darunter. Da ist mir das völlig egal, dass wir die Stück für Stück versiebeln. So, genau. So, ein Teil haben wir schon mal. Und dann die 3 cm Geschichte hier. Also,
Wir haben, gucken wir uns das Buch mal von der Seite an. Das soll oben sein, den Rücken. Dann den Rücken sag ich schon, also das Rückteil, sagen wir mal so, den Buchrücken. Dann kommt hier oben noch eine Klappe zum Drumlegen. Und hier unten drunter kommt der Deckel. So soll das Buch aussehen später. Und hier kommen die Buchringe durch. So. Das Unterteil beziehe ich mit Buchleim und das Oberteil, da nutze ich dann das Papier aus dem Set. Also das wird jetzt gleich mit Papier bezogen. Und für den Rest habe ich mir Buchleim aus dem Shop genommen. Aber ich habe mir leider nicht aufgeschrieben, welche Farbe ich damals bestellt habe. Es ist so ein wunderschönes Meeresgrün und finde ich passt sehr schön zu diesem Designpapier, weil die Patina hier dieselbe Farbe hat wie das Buchlein. Genau. So, jetzt schneide ich mir das Ganze erstmal zurecht. Also ich kürze mir dieses 30,5 mal 30,5 Buchleinstück auf 26 cm ein und von der Länge her nehme ich 30 cm mit. Ja. Also erstmal auf 26 mal 30 kürzen. So, ich habe jetzt hier wieder meinen Buchleim rausgesucht. Buch. Binderleim, so heißt der hier von Craft Emotions. Der Pott ist fast leer. Ich muss mal zusehen, dass ich mir was Neues besorge. Diesmal wahrscheinlich dann auch was höherwertigeres, sowas wie Planatol oder so. Mal gucken, ob das einen riesen Unterschied macht. Möchte ich mal ausprobieren. Jetzt, wo ich doch öfter mal Buchleim verwende. Dickes Gummizeug hier. So, und dann habe ich mir von meinen Buchleinen hier nochmal meine Hilfslinie gezogen, damit ich wenigstens die ersten Teile schon mal gerade aufsetze. Ich mag das alles gerne gerade und dann kann ich das hier so an meine Hilfslinien anlegen mit meinen 2 Zentimetern Abstand, die ich mir hier noch so überlegt hatte. Und jetzt wird die Graupappe schon mal schön eingeschmiert mit Buchleim wieder von Hacken bis Nacken auf einer Seite. Man kann sich den auch verdünnen, das sollte wohl auch gehen. Jetzt habe ich mir auch den Rücken hier, dieses kleine Stückchen eingeschmiert. Lege mir hier unten jetzt zur Hilfe noch mein Lineal mit an, direkt an die Kante des ersten Graupappelstücks. Und dann sehe ich auch, wie viel Millimeter ich dazwischen einbaue. Und das sind immer so 4 bis 5 Millimeter Abstand bei mir. Damit fahre ich ganz gut. Schön versuchen, dass der Abstand auch wirklich überall gleichmäßig ist. Andrücken. Das Lineal erstmal wieder ab, damit es hier noch festklebt, einmal ein bisschen rumgeschmiert. Und so verfahre ich jetzt auch mit dem letzten Stück. Das wird jetzt auch nochmal mit Buchleim eingeschmiert. Dann lege ich unten wieder mein Lineal an. Und setze das genauso im selben Abstand von 0,4 bis 0,5 mm daneben. So sieht das Teil jetzt aus. Jetzt muss ich mir wieder die Ecken einschneiden und das Ganze umlegen. Und wer schon öfter zugeguckt hat, weiß, dass das mit den Ecken ist es wichtig, dass ihr nicht ganz bis an die Kante der Graupappe rangeht, sondern hier noch 2 mm Platz lasst. Also ich schneide mir die Ecken immer so ein, dass ich schräg rangehe und dann aber 2 mm vorher schon aufhöre. Also dass hier immer noch was stehen bleibt, damit die Ecke mit eingeschnitten ist, eingeschlagen wird. Huch. Ellenbogen. So schneide ich meine Ecken zu. Und dann klebe ich erst die langen Seiten und dann nachher die kurzen Seiten an. Das heißt, hier kommt jetzt wieder Buchleim drauf. Diesmal schön aufpassen, dass man jetzt nicht so rumschmiert und quasi den Untergrund noch vollsaut. Entweder man hat gleich ein Tuch zur Hand und macht das gleich sauber.
Ich schmier es in meine Hände. Der Buchleim hier, der lässt sich gut wegrubbeln von meinen Fingern. Jedenfalls, wenn ihr Buchleim auf dem Untergrund habt, passiert das dann, dass ihr euch sonst später das Projekt auch mit beschmiert, ne? Also hier am liebsten schön sauber arbeiten. Dann nehme ich mir mein Falzbein zur Hand und sorge dafür, dass erstmal das Buchleinen schön an die Kante angelegt wird. An diese 2 mm Graupappe hier, dass die Kante schön glatt ist. Und dann ziehe ich das Leinen rum, schön stramm, dass da keine Falten entstehen. Und dann gehe ich nochmal die Kante nach und gehe von der Kante aus nach innen, dass das alles schön plan aufliegt. Und hier versuche ich schon mal so ein bisschen das Ganze einzuklemmen. Außerdem sind ja jetzt hier an den Kanten so kleine Überschüsse und die drücke ich schon mal nach innen, dass sich das später schön sauber alles zusammenlegt auf beiden Seiten. So, könnt ihr das sehen? Also das, was hier hinten noch so drüber geschaut hat, das habe ich nochmal nach innen angelegt an die Kante. So, jetzt machen wir mit der gegenüberliegenden Seite weiter. Ich habe mir jetzt also so sieht erstmal das Teil jetzt aus, wenn es fertig eingeschlagen ist von außen. Das ist jetzt quasi der Rücken und dann wird das hier so zugeklappt und dann kommt von oben, wie gesagt, hier noch das Vorderteil drauf. Und für die Innenverkleidung, was hier drin ist, möchte ich jetzt auch nochmal Buchleinen verwenden und habe mir jetzt noch mal ein Stück zugeschnitten in den Maßen, ich glaube 20,3 habe ich hier genommen. Ich möchte nur so einen ganz kleinen Rand hier stehen lassen und in der Länge 25. Das ist im Prinzip, ist das fast ein bisschen zu lang, aber ich möchte das ja hier in die Rillen einarbeiten und dann habe ich Angst, dass es sonst zu kurz wird. So, also in diese Rillen hier, ne, muss das auch noch so ein bisschen reingequetscht werden, da verliere ich ja noch mal ein paar Millimeter. Jetzt das ganze Ding wieder mit Buchleim einschmieren und dann aufmodellieren. Für den Deckel habe ich mir jetzt das Designpapier aus dem Mittwochspezial schon zurechtgeschnitten. Und zwar jeweils wieder 2 cm drüber. Ich glaube, das waren jetzt 25 dann, ne? 25 mal 19 cm. Und ich mache mir jetzt hier auch wieder meine Hilfslinien gleich drauf. Außerdem habe ich mir den Buchdeckel auch schon mit doppelseitigem Klebeband bezogen. Hier einmal mit diesem extrem breiten von Craft Emotion. Drücke ich nochmal schön fest. In der Mitte nochmal ein Mini-Streifen, doppelseitiges Klebeband. Das reicht auch vollkommen aus. Hier habe ich mir die Kanten schon mal mit doppelseitigem Klebeband bezogen, wenn ich das gleich umschlagen möchte, das Papier. Aber da werde ich auch noch mit Flüssigkleber nachhelfen, denn das sind die Stellen, wo besonders viel Zug drauf ist auf dem Papier und das soll sich später ja nicht lösen. Und dann mache ich mir jetzt, wie gesagt, meine Hilfslinien, ziehe hier diese Trägerfolie ab und klebe das einfach ganz plan auf. Auch hier werden die Ecken wieder so abgeschnitten, dass die 2 mm stehen bleiben. Da gibt es keinen Unterschied zu Buchlein.
Bei Papier falze ich mir das Ganze immer einmal vor, indem ich das einmal so ganz langsam über die Kante drücke, damit das Papier schon mal weiß, wo es hingehen soll. Und ich hoffe, dass ich so weniger Gefahr laufe, dass das Papier an diesen Ecken hier bricht. Und dann mache ich mir hier auch wieder Kleber auf die langen Seiten zuerst. So sieht das Ganze jetzt mit Papier bezogen aus. Nichts gebrochen, finde ich total cool. Freue ich mich jedes Mal, wenn das funktioniert und alle Ecken schön dicht verschlossen sind. Jetzt habe ich mir aus dem weißen Cardstock, der noch mit im Kit enthalten ist, nochmal so einen kleinen Aufleger hier zum Kaschieren der Innenseite zugeschnitten in 20 x 14 cm. Den klebe ich jetzt einfach hier mit Flüssigkleber auf. Und dann ist auch der Deckel schon fertig vom Album. Dann kommt der nachher hier oben drauf. Genau. Das sieht doch schön aus. Und dann kommt hier hinten die Buchringe durch oder beziehungsweise die Spiralbindung. Und dann werde ich jetzt hier noch Seiten fertig machen, die da so reingeheftet werden. Und außerdem habe ich mir hier noch so ein Stück Gummiband und einen Patronenknopf wieder besorgt. Dann wird das damit verschlossen später. Das Album. Jupp, das gefällt mir schon mal ganz gut. So, als nächstes also die Buchseiten. So, ich habe mir jetzt aus A4 Papier Seiten zugeschnitten. Und zwar, dass die alle noch mal einen halben Zentimeter kleiner sind als die Außenmaße. Also in 20,5 von der Länge her. Und von der Breite dann 14,5 cm. Und ich habe halt erstmal ganz normale Seiten und dann aber auch Seiten, die hier oben gelocht werden und die ich dann hiermit aufklappen kann. Und da kommen dann eben diese Tabs mit ins Spiel, die ich dann hier oben mit dran kleben könnte. Mal gucken, wie ich es so gestalten möchte. Damit die überhaupt hier ranpassen, brauchte ich ja hier noch so einen gewissen Abstand. Ne? Ja. So ist der Plan. Und dann brauche ich jetzt als nächstes erstmal die Fotos, die hier rein sollen, damit ich weiß, wie ich dann den Rest dekorieren möchte. So, ich habe jetzt ungefähr einen Plan, wie das Album aufgebaut wird. Jetzt brauche ich noch einen Umschlag, wo später das gesammelte Geld reinkommt. Ich erzähle euch nachher zu dem Album, was da eigentlich hintersteckt. Warum, wieso, weshalb ich das bastel oder für wen ich das bastel. Jedenfalls für den Umschlag habe ich mir jetzt hier mein altes Envelope Punchboard rausgesucht von Real Memory Keepers. Gibt es das immer noch zu kaufen und es ist eine tolle Hilfe für solche kleinen hübschen Verpackungen in Briefform. Dafür gibt es im Internet einfach bei Google Envelope Punchboard Rechner eingeben. Gibt es da so Rechner, wo ihr eingeben könnt, wie groß die Verpackung später sein soll. Ich habe jetzt hier 10 x 15 angegeben.
Ich möchte quasi einen Umschlag haben, der 10x15 ist, aber der eben noch 1 cm Seitenhöhe hat. Also quasi wirklich eine kleine, schmale Verpackung, weil in so einem normalen Umschlag wahrscheinlich das Geld nicht reinpassen wird, was wir da zusammensammeln. Es kommt ja immer auch mal so Kleingeld dazu und er soll alles bekommen, was wir sammeln. Deswegen möchte ich da einen etwas erhöhten Umschlag haben. Und dann sagt mir dieser Rechner, dass ich das Papier jetzt auf 21,1 x 21,1 cm zuschneiden soll. Ich habe jetzt hier so ein A4-Papier. Das ist jetzt halt nicht 21,1, sondern 21 cm. Wird auch schon irgendwie klappen, bin ich der Meinung. Und dann soll die erste Falz bei 8,1 cm sein. Das heißt, ich lege hier bei 8,1 an und gehe die Falzlinie hier nach, die das Punchboard mir schon vorgibt, und setze einen Punch. Und die zweite Falzlinie ist bei 9,5. Und das wiederhole ich jetzt, also falzen und punchen. Jetzt drehe ich das Ganze so, dass dieser Nuppi hier von dem Punchboard auf den Falzlinien zum Liegen kommt. Punchen und falzen. Ein bisschen zur zweiten Falzlinie vordringen. Punchen und falzen. Das machen wir jetzt auf allen vier Seiten. Wieder an der Falzlinie anlegen. Punchen und falzen. Wenn man möchte, kann man jetzt auf der Seite hier das Ganze abrunden. So, dann macht er die Ecke rund. Finde ich auch ganz hübsch. Dann gehe ich alle Falzlinien nach. Ist jetzt schon zu erkennen, wo die Reise hingehen soll. Ich muss hier unten noch kleine Klebelaschen zurechtschneiden, indem ich hier auf der Unterseite jetzt einmal entlang dieser Falzlinie die Klebelasche einschneide, damit wir hier gleich eine Box haben. Zack. Damit sich das besser zusammenkleben lässt, mache ich hier auch wieder diesen kleinen Keilschnitt. Und hier oben mache ich ebenfalls diesen Keilschnitt. Dann kommt auf die unteren Laschen hier Kleber. Genauso wie auf den Teil, der sich hier so überlappt. Das ist dann jetzt der fertige Umschlag, der auch noch mit ins Album hinten reingeklebt wird. Genau. Und ich glaube, dann fange ich an, das Album schon mal zu binden und dann einfach Stück für Stück auszudekorieren. Also viel mehr wird da auch nicht mehr reinkommen, denn meine Zeit wird wieder knapp. Aber so ein bisschen was muss noch rein.
So ihr Lieben, ich habe jetzt an dem Album hier und da ganz schön dran rumgewerkelt und gebastelt und gemacht und getan. Und das ist jetzt das fertige Ergebnis. Und ich erzähle euch ein bisschen was zu den Einzelheiten. Aber vorher kann ich euch einmal zeigen, was von dem Mittwochspezial übrig geblieben ist. Also natürlich die Stanzen und im Prinzip vom Designpapier gar nichts mehr. Alles ausgestanzt. Da sind jetzt hier noch zwei Stanzformen, die ich jetzt nicht weiter eingeklebt habe, übrig geblieben. Und von dem weißen Cardstock ist hier noch ein so ein kleines Rechteck übrig. Und ganz ehrlich, ich liebe es, wenn ich die Sachen aufgebraucht habe. Und ich weiß, ich habe es genutzt und es liegt hier nicht einfach nur zum Streicheln rum. Und das ist daraus entstanden. Ein Fotoalbum für einen Kollegen aus dem OP. Dementsprechend hat dieses Album auch eine richtig coole Farbe, denn unsere OP-Klamotten sehen so ähnlich aus wie dieser Farbton hier. Die alten Sachen, also die Sachen, die schon viele Jahre jetzt immer getragen wurden, sind tatsächlich in diesem Farbton noch. Und die neuen sind jetzt ein helleres Grün, aber es ist alles durchmischt bei uns. Und natürlich, weil wir aus Hamburg kommen und der Kollege, der jetzt uns verlassen wird, für den ist dieses Album, dieses Erinnerungsalbum, der kommt aber gebürtig von den Philippinen und der war jetzt knapp ein Jahr, nicht ganz ein Jahr bei uns und dann haben wir gedacht, zum Abschied machen wir ein kleines Erinnerungsalbum, wirklich ein kleines, denn ja, die Zeit drängte, das ging jetzt doch hoppladihopp, wie das immer so ist, ne? Und dann sind jetzt hier ein paar kleine Erinnerungen für ihn aufbewahrt und gleichzeitig ist das unser Abschiedsgeschenk. Also hier vorne seht ihr die Buchstabenstanzen von Kreativdepot, das kleine schmale Alphabet. Dann habt ihr hier diesen Spatz, wollte ich gerade sagen, Piepmatz aus dem Stempelset Tierisch Nordisch von Kreativdepot mit diesen genial coolen Viechers. Hier ist der kleine, das ist der da drauf. Und dann, wenn man das jetzt hier aufklappt, ist da schon das erste Stanzteil aus dem Mittwochspezial. Das ist hier unten dieses Fädchen mit dem Aufleger passend dazu verarbeitet worden. Und im Hintergrund habe ich hier nochmal wieder dieses Netz benutzt. Die Stanze dazu wollte ich einmal suchen. Sekunde. Die ist von Craft Dies by Sam Poole, Creative Expressions UK. Die gab es auch mal im Shop von Kreativdepot, ist so aber jetzt glaube ich nicht mehr im Shop erhältlich. Aber hier seht ihr von Creative Expressions und hat die auch irgendwie eine Bezeichnung. Vielleicht hier CEDSP 002, Shabby Basics Cheese Clothes, Käselöcher, Kleidung. Keine Ahnung. Das ist diese Stanze, die ich hier benutzt habe. Und hier vorne drauf sind wieder diese schmalen Blätter aus diesem Stanzenset. Lilie hieß das bei Kreativdepot im Shop. Ist von Craft & New Design. Und ja, hat diese Artikelnummer. Dann nicht wundern, ich brauchte ein paar englische Stempel und musste auf ein Stempelset zurückgreifen, was nicht aus dem Shop von Kreativdepot ist, aber der Kollege von den Philippinen, der ist einfach im Englischen wesentlich besser und warum soll ich ihm da deutsche Stempel drauf drücken? Ne? Habe ich lieber das Ganze Englisch gewählt und das ist jetzt hier so ein Set von, ist auch Asbach uralt, ich musste richtig Kram in meinen Stempeln, ist ja nicht so, dass ich hier nicht wenig hätte oder so, aber Englisch habe ich anscheinend immer außen vor gelassen. Jedenfalls ist das dieses Stempelset. Tampon Clear Wonderful Memories von ja, Florilège, ach, was weiß ich. Das sind ein paar, also alle Stempel, die Englisch sind, sind aus diesem Stempelset und nicht von Kreativdepot. Aber dieser Patronenknopf hier, den findet ihr ebenfalls im Shop von Kreativdepot. Das ist das Designpapier aus dem Mittwochspezial. Und dann habe ich hier einfach eine Öse durchgedrückt. Hier so ein weißes Eyelet. So ein Gummiband kriegt ihr ebenfalls im Shop von Kreativdepot. Und so verschließt sich das Ganze. Klack. Und dann gucken wir mal rein, was da drin so entstanden ist.
Also, auf der ersten Seite ein Foto von Hamburg natürlich. Und es wiederholen sich alle Elemente wieder, wie in all meinen Fotoalben, weil ich das einfach mag, dass das so eine optische Einheit bildet. Im Hintergrund habe ich immer den Stempel Hintergrundseekarte, den großen hier, einfach nur so ganz dezent abgedrückt in dem Gravel von The Stamp Market. Schönes, also schöner Stempelton, mag ich sehr, sehr gerne. Und dann habe ich noch ein paar Spritzer gemacht, und zwar mit Evergreen Bow von den Distress Oxides. Ich finde, das passt farblich super gut zu diesem Grünton hier. So, also ein Bild von Hamburg und auch hier nochmal zwei, drei Bilder von Hamburg in klein. Und hier habe ich eine Landkarte aufgestempelt und da ist dann markiert, wo Hamburg eigentlich ist. Und dann unsere Klinik. Und auch hier nochmal ein paar Bilder aus der Klinik oder vom Klinikgelände, wo ich arbeite. Und hier geht es dann in den OP. Und das Stempelset, was ihr hier seht, ist das, wo ist es denn? Nordisch, da, tierisch nordisch. Da ist sie, die geniale Giraffe, finde ich sehr, sehr cool. Und dann, wie gesagt, der Hintergrund immer mit denselben Geschichten gestaltet. Dann könnt ihr das da oben überhaupt sehen, wenn ich umblätter. Ich bin ja auch toll, noch nicht mal geguckt. Also habt ihr das da oben wahrscheinlich gar nicht gesehen, was ich erzählt habe. Ne? Also die Seite. Und jetzt sind wir hier im OP gelandet. Und da habe ich dann diese Tabs, die man ja eigentlich falten kann und hier oben dran klemmen kann, habe ich da in der Mitte halbiert und dann so unter das Foto geschoben. Dann habe ich hier diese Klappkarte. Das passt alles gar nicht ins Bild, ne? Auch wieder mit so einem beinharten Seebärenstempel. Das ist auch ein Stempelset von Kreativdepot, was ich sehr cool finde. Und einfach zu dem Stil des Albums jetzt sehr gut passte. Habe ich da noch mit abgestempelt. Und hier sind halt diese Tabs mit untergebracht. Genauso wie hier. Hier haben wir einmal die ganzen Abteilungen. Oh, wartet mal. Hier sind die Dings verloren gegangen anscheinend. Die Gesichtsmarker. So, hier ist auch nochmal eine Seite, die ich so ein bisschen gestaltet habe, weil ich es mag, dass wenn da mal so ein bisschen so blanko ist, ne, dass das nicht ganz so bunt ist, um das Album wieder ein bisschen ruhiger zu halten. Dann stempel ich da und gestalte die Seite eher nochmal so nur in diesen drei Farben, die so für das Album gedacht sind. Hier ist wieder eine Klappseite. Hier seht ihr mich. Und dann ist das hier schon der Text für den Kollegen. Hier unten können dann alle unterschreiben. Und auf der Rückseite ist dann Platz für das Geschenk, beziehungsweise das, was wir für ihn noch gesammelt haben, als Abschiedsgeschenk dann, ne? So, und dann kann man das Ganze wieder zusammenklappen, zu und fertig. Ich bin froh, dass ich das noch geschafft habe und ich hoffe, den Mädels gefällt das so. Ich habe es ja in deren Namen gestaltet und natürlich hoffe ich auch, dass der Beschenkte sich freut. Also ihr Lieben, wenn noch Fragen sind, immer her damit. Ich hoffe, ich habe alles erzählt und gezeigt, was ihr hier sehen könnt. Und ansonsten, wie gesagt, immer in die Kommentare die Fragen, gerne. Und dann sage ich bis zum nächsten Mal. Viel Spaß beim Shoppen. Heute 19 Uhr bei Kreativdepot Mittwochs Spezial für euch. Ciao, ciao.